Die Szene wirkt zunächst wie ein unspektakuläres Handyvideo, aufgenommen im Großraum Los Angeles. Ein Smartphone-Besitzer hält fest, wie ein junger Mann von zwei Beamten festgenommen werden soll. Medienberichten zufolge hatten sich die Polizisten zuvor durch Hund und Herrchen in ihrer Arbeit bei einem Großeinsatz in der Nähe gestört gefühlt. Mehrfach sollen sie den Mann angeblich gebeten haben, sich mit dem Rottweiler zu entfernen und sein Autoradio leiser zu stellen. Doch dieser habe sich geweigert. Nach dem Ende des Einsatzes hätten die beiden Beamten dem Hundebesitzer dann befohlen, sein Tier ins Auto zu setzen, um den Mann anschließend ungestört festnehmen zu können. Doch als die Polizisten ihm schließlich Handschellen anlegen, wird offenbar der Beschützerinstinkt des Rottweilers geweckt und das Drama nimmt seinen Lauf. Oh shit, sorry. Mit insgesamt 4 Schüssen werden die Männer das Tier niederstrecken und sind nun einer Welle der Empörung ausgesetzt. Als Reaktion auf das drastische Video sollen Hass-E-Mails und sogar Morddrohungen bei der Polizei eingegangen sein.